Drittes Viertelfinale, Number 8 versus SLT und Echnaton. Habe ich irgendwas zu erwähnen? Ich glaube nicht. Na dann, Video. Jo, die Aufnahmen sind halt Stativaufnahmen, bis auf das von Bismarck zwischendurch immer. Der Schnitt lässt das noch ganz dynamisch wirken. Also klar, es sind halt viele Effekte und viele Cuts. Mag für den einen oder anderen störend wirken, aber ich finde das zumindest, dass das Beste rausholt aus dem Video. Die statischen Aufnahmen lassen das Ganze trotzdem ziemlich lahm wirken. Die Location ist auf jeden Fall besser als ein Keller, aber ja, die fehlende Kamerabewegung fuckt halt ab. Da kann die Location noch so gut sein. Da sieht es ähnlich aus, also entweder hatten die beiden keinen Kameramann oder der Kameramann hat sich nicht bewegt und somit haben wir auch hier langweilige statische Aufnahmen. Der Schnitt ist bedingt schlechter, es geht halt nicht so ab wie bei Number 8, aber so viel gibt der Beat halt hier auch nicht her. SLT hat im Dunkeln gedreht, sieht jetzt nicht kacke aus, aber geil jetzt auch nicht. Bei Echnaton sieht das noch am besten aus, weil er das Licht gut positioniert, aber die Location ist da jetzt auch nicht krass. Ja, immerhin, alle haben hier ein Video. Mir taten die Cutter ein bisschen leid, weil die nicht wirklich was bekommen haben zum Arbeiten, aber naja. Ich finde beide nicht wirklich stark und dann nehmen die sich auch nicht viel. Sind im Viertel auf jeden Fall die schwächsten Videos bisher. Ja, ich gebe einfach beiden den Punkt. Aber ein Kameramann für etwas Bewegung wird da wohl immer drin sein, oder nicht? Flow! Kommt wieder ins neue Team, was den Griff ins Klo. Erst bekomm ich Kolle, Klone und jetzt krieg ich dick und doof. SLT, deine Performance ist nicht Kindergarten. Du hampelst rum, als würdest du eine vollgekackte Windel tragen. Er hat sich gesteigert und geht auch gut nach vorne. Da sind noch so ein paar komische Betonungen dabei, aber sonst not bad. Was ich bei ihm vor allem zu bemängeln habe, ist sein Stimmeinsatz. Der wirkt so ein wenig gelangweilt und er zieht es halt komplett durch. Also da gibt es keine Abwechslung in dem Part. Das schadet vor allem der Delivery und wirkt sehr monoton. Dann hat er noch eine Hook von Rook. Ich fand seine Hook gegen One besser, aber die ist prinzipiell auch nicht schlecht. Aber eine krasse Hook ist es jetzt auch nicht. Bietet eine schöne Abwechslung auf jeden Fall zu den Parts. Freilos erste Runde, deshalb reicht denn mir kein Video ein. Freilos zweite Runde, bräuchte denn eigentlich schon wieder keins. Du und Bismarck, eure Klick besteht nur aus ein paar Dullis. Alter Mann, der ist gefährlich, post dort mit dem Haargummi. Er hat einen ganz soliden Flow mit einem guten Stimmeinsatz, auch wenn der besser sein kann. Er betont manchmal die Reimwörter sehr weird, beispielsweise hier Haargummi, das zieht er so lang. Ich fände es besser, wenn er den Flow einfach durchziehen würde, aber ja. Die beiden haben keine Hook, warum, das sagen sie hier. Ey, die Hook klingt schief. Ey, die Hook klingt scheiße. Wenn ihr alle was zu meckern habt, dann machen wir halt keines. Prinzipiell kann ich auch Runden ohne Hooks feiern, aber die Begründung ist halt hier absolut unklug. Erstmal habt ihr zwei Lines zur Rechtfertigung verschwendet, dann gesteht ihr euch ja quasi ein, dass ihr keine Hooks machen könnt, wenn ihr quasi nachgebt und keine macht. Die richtige Reaktion wäre ja jetzt gewesen, eine geilere Hook zu machen, aber habt ihr nicht gemacht, so. Weiß ich nicht. Und diese Logik geht mir auch nicht ganz in den Kopf. Ich meine, wenn ich jetzt letzte Analyse halt eure Runde im Gesamtpaket kritisiert hätte, dann hättet ihr ja diese Runde nicht einreichen dürfen, oder wie? Naja, kommen wir zu Echnaton. Seine Hook war insgesamt ein echtes Paradoxon. Deine Audio ist selber scheiße, du wecker Bastard, komm schon. Mit Mac im Autotune und auch noch gebeiteten Lines. Schaffst du es nicht zu überzeugen mit deinem peinlichen Schall? Er hat den besten Stimmeinsatz, geht am meisten nach vorne und float einfach am besten von allen in diesem Battle. Bis auf diesen Einstieg ist das gut, was er dort abgegeben hat. Ja, also Number 8 hat von allen hier die beste Steigerung hingelegt, kommt aber noch nicht ganz an SLT heran und Echnaton hebt das Level dann nochmal deutlich an. Deswegen geht der Punkt an SLT und Echnaton. Technik. Number 8s erster Part. Das ist alles nicht so geil gereimt. Windel tragen auf Kindergarten ist dann noch mit das Beste, aber viele zweisilbige nicht so gute Reime. Im zweiten Part sieht das ähnlich aus. Ich nehme mal an, dass er keinen Wert auf Reime gelegt hat in dieser Runde. SLT ist stark im Reimen, viele Nomenreime und viele mehrsilbige. Beispiele sind Wölfe zerteilt, auf Möchtegern Scheiß, Panzertape, After Eight. Und das behält er auch seine kompletten 32 Lines lang. Echnaton ist gefühlt ein Tick schlechter als SLT, aber reimt trotzdem solide durchweg. Meistens dreisilbig oder mehr und das macht diesen Punkt einfach noch eindeutiger. Also ich denke, hier gibt es keine zwei Meinungen, dass der Punkt an SLT und Echnaton geht.
Punchlines. Und da fange ich wie bei den anderen Kategorien mit Number 8 an. Die Dick- und Doof-Zeile finde ich nice, aber die danach finde ich irgendwie ein Wacker-Humor. Weiß nicht. Schon wieder ein Zweierteam, was den Griff ins Klo. Erst bekomme ich Kolle Klone und jetzt krieg ich Dick und Doof. Ja, zu jemandem, der sich demaskiert hat, zu sagen, hättest du dich mal weiterhin versteckt, ist derm unkreativ. Danach sagt er bloß, dass er geile Haare hat, also er selber. Hier finde ich beide Punches ganz witzig, die Snapchat-Line ist aber stärker. Das erste Mal keine Maske, große Junge rappt schon ohne Rost, statt in die Kamera schaust du lieber auf den Boden. Dieser Crackhead ist so fucking weiß, man kennt SLT auch als Snapchat-Guys. Ja, Timon und Pumba ist ja wie Dick und Doof, nur halt anders, also es wiederholt sich halt einfach. Und die danach, die Jacke-Line finde ich nicht krass. Ja, die Hook hat jetzt keinen nennenswerten Punch, vor allem ein komplett random Punch gegen RHR. Der hat halt so gar nichts mit dem Battle zu tun, aber okay. Du gehst ein Diabetes drauf, nicht wirklich innovativ das Aussehen gepuncht und dann dreht er noch eine Line um. Aber ich weiß jetzt nicht, warum er die umdreht. Also klar, er kontert die, aber im Endeffekt sagt er halt einfach dasselbe wie Echnaton, ohne groß jetzt davor was aufgebaut zu haben, was das irgendwie mehr Sinn verleiht. Die Elefantenlines sind echt witzig, die geht auf eine Line von Echnaton aus der RMC zurück. Die Lines darauf finde ich nicht so krass. Scheiß mal auf Anal. Wir lieber Elefanten jagen, also fangen spielen mit Mama wie in alten Kindertagen. Die Ruffy-Line ist ganz gut. Den Gedanken mit dem Seitenscheitel hatte ich ähnlich auch. Fand ich auf jeden Fall witzig, wo ich die Line gehört habe. Yeah. Sieht aus wie Ruffy in Fett. Das ist kein Gummi, nein, das ist nur Speck. Vor deinen Track tausendmal durch die Haare gehen, damit ja auf der Neonazi-Seitenscheitel steht. Den Abschluss fand ich jetzt nicht krass. Kommen wir zu SLT und Echnaton. Die Einstiegsline ist nice, die danach hat mich jetzt nicht umgehauen. Freilos erste Runde, deshalb reicht in mir kein Video ein. Freilos zweite Runde, bräuchte eigentlich schon wieder keins. After 8 Line ist nice, aber der Vergleich mit Ziegelstein und Aneinanderreihen finde ich wack. Das kann er besser. Luna häng ich Number 8, jetzt so gleich mit Panzertape. Fickel dich in deinen Arsch, Digga, After 8. Die Billard-Line ist nice und denke mal auch selbsterklärend, die danach ist ganz gut. Komm zu dir nach Hause in der Nacht wie ein Ninja. Loch bei deiner Ma ein wie die Number 8 beim Billard. Muckst dich bisschen auf, aber wirst von mir nur weggestoßen. Zappelst dann im Netz rum, so wie in deinen wacken Strophen. Der Zugspit ist ganz okay, aber mit dem eingebauten Bild ist das ganz cool vorausgekontert. Die Line danach ist halt einfach eine Standardline. Chill mit meinen Jungs und warte auf den Zug. Du chillst an den Gleisen und wartest auf den Zug. Hier haben wir erst diese sinnlose Rechtfertigung und dann noch eine ganz witzige Line. Mello würde biten und sich immer Lines und Collins suchen. Bei der Rechtschreibung, glaub ich, beitest du die Sonderschule. Ja, hier eine weitere Rechtfertigung oder ein Vorauskontern, was aber nicht trifft. Die Tauchstation mit dem Bild finde ich ganz witzig. Der Typ schaut echt so aus, als wäre er dauerstaunt. Blamiert von unseren Lines, geht er auf Tauchstation. Hier eine weirde Lines am Anfang und dann bei ihm ist alles rot. Ich denke mal, das bezieht sich auf die Bewertung der Lines. Ist ein ganz cooler Angriffspunkt und eine coole Umsetzung, finde ich. Ficken dich im Bette, du bist ein bisschen abgefuckt, bei dir ist alles rot, weil du Bitch grad deine Tage hast. Die Wölfe-Line ist nicht krass, aber die letzte ist echt nice. Sind die Götter am Mike, es sind noch 8 Leute übrig. Wer der Wächste ist, hat sich mit dem Namen erübrigt. Ja, ein starker Part von ihnen, er hatte seine Highlights. Mir geht es aber etwas zu lang, da waren noch genug Filler drin, die man hätte streichen können, aber ist okay. Echnaton. Die Einstiegsline ist eigentlich gut gedacht, aber das kommt halt mit dem Beat-Aussetzer komplett weird und komplett deplatziert. Den Bismarck-Front finde ich ganz okay. Minuten im Achtel zeigt, dass du echt ne Nutte bist. Schon traurig, wenn Bismarck das Beste an deiner Runde ist. Ja, finde die Fronts aus diesem Vierer hier alle nicht heftig. Jetzt kommen Lines ohne Gegnerbezug. Aber da ist die Uncle Pete-Zeile halt ganz nice. Frag mich, was du willst, hier gewinnst du Wackerlappen nie. Du punchst allerhöchstens wie die achte Runde von Uncle Pete. Warum ein Scorelines-Verschnitt jetzt ein Punch sein soll, check ich nicht. Das mit dem Flowpunkt ist ein Insider aus dem ersten RB, weil ich damals im Battle Mystic gegen Nox den Flowpunkt wegen zu schlechter Mische nicht gegeben habe. Also zumindest nicht an Nox, nicht an Mystic gegeben habe. Und das danach ein Meme wurde. Ist also ganz nice. Ist einfach nur scheiße, finde ich nicht in Ordnung. Bei dieser Mische bekommst du sicher keinen Flowpunkt. Hier versucht er erst Selbstironie, was prinzipiell nicht schlecht ist, aber klingt mir hier etwas zu gewollt. Die Collarline ist gut, kennt man aber so ähnlich schon. Kann es sein, dass du beim Color Grading echt behindert bist? Dein Pulli bleibt zwar rot, aber weil du von uns Stiche kriegst. Jetzt packt er seine besseren Lines aus. Die Unendlichkeitsline ist echt nice und 8 Deadly Sins ist ganz witzig, auch wenn mir da der entscheidende Punch fehlt.
In deinen roten Fotze, Mann, da bringst du doch nur Wackshit. Ich kippe dich zur Seite, deine Wackness ist unendlich. Du bringst nur 0815 Scheiße, das ist kein Epic Shit. Zählt man dich zu Bismarck, dazu AIDS deadly sind. Die Schaufeln sind noch ein Insider, ist zwar witzig in dem Fall, aber puncht halt nicht wirklich seinen Gegner. Und die Abschlussline ist sehr schwach. In jedem Battle, wo One ist, gibt's bessere One-Lines. Also, Number 8 hat ein paar Highlights in seinen zwei Parts. SLT hat die besten Lines, coole namensbezogene Lines und Echnaton ist dann wieder etwas schwächer. Bei beiden Runden sind jetzt ein paar unnötige, nicht punchende Lines, also das nimmt sich im Verhältnis da nicht viel. Deswegen schaue ich mir jetzt die Highlights an und da sehe ich SLT und Echnaton vorne, die die besseren Highlights hatten. Auch wenn Echnaton da etwas nachlässt, aber ich sehe bei den beiden einen entscheidenden Vorteil und gebe deswegen ein 2:1 bei Punchlines an die beiden. Extra Punkt, der geht an Number 8, weil der sich hier angestrengt hat und sich auch gut gesteigert hat. Muss man anerkennen. Bei SLT und Echnaton habe ich bisher das Gefühl, dass die sich auf ihrem Favoritenstatus ausruhen. Das mit der Hook ist weird und das Video wirkt auch so wie kurz vor Abgabe noch schnell gemacht. Ihre Runde gebe ich mir jetzt auch nicht öfter durch fehlende Hooks und diese Rechtfertigungen da drinnen. Ja, ich denke mal, sowas wird im Halbfinale nicht reichen, egal wer da der Gegner ist. Trotzdem sind SLT und Echnaton die Gewinner und stehen im Halbfinale. Heute kommt das letzte Viertelfinale, Isolation vs. Ares. Was schon Konkurrenz, alle kein Problem, ich schieß sie tot. Hab mir keine Gedanken, das Game ist viel zu easy. Yo, auch wenn du besser den Tag triffst, sind deine Tracks so Plastik. Du sagst, du machst das mit Absicht, während der